trotz heftiger Änderungsvorschläge der Grünen, es blieb bei der Anhörung zum Verfassungsschutzgesetz. Immerhin, zwei Verfassungsschützer bezogen Stellung zu dem Anschlag. Ausnahmesituationen erfordern auch außergewöhnliche Maßnahmen. Hier hat sich die Demokratie auch als eine starke Demokratie erwiesen. Wir werden die Einzelheiten darlegen und wir werden insbesondere nachweisen können, dass diese Aktion auch rechtlich bis zum letzten gerechtfertigt war. Morgen früh Sondersitzung des Innenausschusses zum Bombenanschlag. Während SPD und Grüne sich distanzieren, rechtfertigen Union und Bundesregierung die Aktion. Zustimmung im Konrad-Adenauer-Haus auch auf einer Pressekonferenz, die eigentlich dem niedersächsischen Wahlkampf galt. Ich bin wirklich der Meinung, dass man gegen Terroristen, die mit modernen Bomben, mit heimtückischen Mitteln und Waffen arbeiten, eben nicht mit, sozusagen mit Pfeil und Bogen vorgehen kann, sondern dass der Staat auch die Möglichkeit haben muss, eine List anzuwenden, um das einmal so zu bezeichnen. Wer aber wusste Bescheid in Bonn? Vor der Bundespressekonferenz erklärten Sprecher der Bundesregierung, dass die damalige sozialliberale Bundesregierung eingeschaltet gewesen sei. Das stehe einwandfrei fest. Akten darüber seien aber bisher nicht gefunden worden. Es lief wohl alles mündlich ab. Grünes Licht für die Aktion im Juli 1978 kam offenbar nicht aus dem Kanzleramt. Damals Verantwortliche bestreiten, informiert gewesen zu sein. Auch Kanzler Helmut Schmidt habe nichts gewusst. Ich war nicht informiert. Klaus Bölling hat gesagt, er war nicht informiert. Der Kanzler ist nicht informiert gewesen. Während des Jahres 1977 war der Krisenstab im Kanzleramt. Nach der tragischen Erledigung des Falles Schleiers, nach Mogadischu, ist das alles an das Innenministerium abgegeben worden. Herr Wischniewski, dürfen Geheimdienste tatsächlich so weit gehen, einen solchen Anschlag zu verüben? Der demokratische Staat lebt vom Vertrauen und der Staat soll nicht glauben, er kann sich mehr herausnehmen als jeder andere, sondern er muss in dieser Hinsicht mit gutem Beispiel vorangehen. Fest steht, dass das Bundesinnenministerium im Sommer 78 beteiligt war. Staatssekretär Fröhlich soll die Erlaubnis gegeben haben, die GSG 9 einzusetzen. Sein damaliger Minister Werner Mayhofer von der FDP konnte bisher nicht befragt werden. Derweil richtet der heutige Innenminister Vorwürfe vor allem gegen die Sozialdemokraten. Was den Innenminister betroffen macht, ist das Abrücken jener politischen Kräfte, die damals im Bund in der politischen Verantwortung standen, die heute davon nichts mehr wissen wollen. Wer was gewusst hat, will morgen im Abgeordnetenhochhaus der Innenausschuss klären. Zu den Ahnungslosen zählte übrigens der damalige Chef des Bundeskriminalamtes. Er ließ ermitteln, als sei es ein echter Anschlag gewesen. Dürfen Geheimdienste so weit gehen? Diese Frage ist unter Juristen umstritten. Wir haben einen Experten in Sachen Terrorismus im Studio, Professor Sack vom Kriminologischen Institut der Hamburger Universität. Guten Abend, Professor Sack. Greifen wir die Frage auf. Dürfen Geheimdienste so weit gehen? Welche gesetzliche Grundlage gibt es da? Meine Antwort auf diese Frage ist ganz klar, nein, sie dürfen nicht so weit gehen. Es gibt keine gesetzliche Grundlage. Sie wissen, dass hochkarätige Juristen sich jetzt darüber streiten, dass die Auseinandersetzung darüber im Gange ist. Ich würde sagen, erstens, man weiß noch zu wenig darüber, ob das endgültig zu klären. Und lassen Sie mich zweitens sagen, ich denke, das Gericht, das diese Aktion für legal erklärt, muss erst noch gefunden werden. Professor Sack, nun scheint die Sache ja in der Tat nicht ganz eindeutig. Die Juristen, die Strafrechtler streiten sich darüber. Da kamen heute ganz unterschiedliche Meldungen, zum Beispiel Verweis auf konkrete Gefährdung staatlicher Interessen, eine Art Notstandssituation und im Übrigen sei es keine vorgetäuschte Straftat, sondern das Vorgehen gegen eigenes Eigentum und zuständige Behörden haben davon gewusst. Kann man das so eindeutig dann beantworten? Ich glaube nicht, dass man das so eindeutig beantworten kann, was zunächst den Tatbestand der Vortäuschung einer Straftat angeht. Es sind ja, so viel scheint festzustehen, staatliche Stellen in Aktion getreten aufgrund einer Information, die so nicht zutraf. Und außerdem, ich würde diesen Aspekt besonders herausstellen. Welche Information meinen Sie, die so nicht zutraf? Dass im Jahre 1978, so ist das ja verbreitet worden damals,
ein Sprengstoffanschlag aus der terroristischen Szene verübt worden ist. Dies ist damals als eine Meldung in die Öffentlichkeit gegeben worden und es sind nicht alle staatlichen Stellen, die bei Vorliegen einer solchen Straftat tätig zu werden haben, darüber aufgeklärt worden, dass es in Wirklichkeit ein durch den Verfassungsschutz inszenierter Anschlag gewesen ist. Ja, aber Professor Sack, das ist ja wieder etwas anderes. Wenn man davon ausgeht, dass man in einer außergewöhnlichen Situation zu außergewöhnlichen Maßnahmen greift, nämlich V-Männer mit diesen Methoden in die Terrorszene einschleust, dann kann man eigentlich auch irgendwo nachvollziehen, dass der Kreis derjenigen, die davon gewusst haben, klein gehalten wird. Ja, sehen Sie, die Frage ist doch die, erstens, ob man so generell von einer Notstandssituation sprechen kann und es muss, um diesen Paragraphen anwenden zu können, eine konkrete Gefährdung vorgelegen haben. Das ist nach den bisherigen Informationen, die darüber in der Öffentlichkeit bekannt sind, so nicht zutreffend. Aber die konkrete Gefährdung, das sagen jedenfalls die Politiker, die dazu stehen, bestand darin, dass eine akute Gefährdung durch den Terrorismus bestand. Buback, ich wiederhole es nochmal, Buback, Ponto, Schleyer, ist das nicht, und vielleicht ist es am Ende ja wirklich eine politische Entscheidung, die da getroffen werden muss, ist das für Politiker dann nicht eine Situation, die sie zu diesen außergewöhnlichen Mitteln greifen lässt? Also ich denke gerade im Zusammenhang mit dem Terrorismus, der sicherlich die Bundesrepublik gerade im Jahre 1977 außerordentlich erschüttert hat, muss der Rechtsstaat, das ist sein ganzes Kapital, vorgehen mit den Mitteln, die die Gesetze ihm ziehen. Und jegliches Überschreiten dieser Mittel verspielt genau das Kapital, auf das der Rechtsstaat seine ganze Glaubwürdigkeit baut. Und deshalb ist es gerade für staatliche Institutionen, für Politiker so außerordentlich bedeutsam, dass sie in der Wahl ihrer Mittel die Grenzen und die Gesetze einhalten, die ja nicht nur für den einzelnen Bürger gelten, sondern die genauso für den Staat und seine Institutionen gelten. Nun ist das ja aber offenbar etwas, was man nicht so eindeutig durch klare Gesetze regeln kann. Es gibt außergewöhnliche Situationen, beispielsweise Mogadischu oder bei der Gefangennahme von Lorenz, wo man in Abwägung, in Güterabwägung gesagt hat, wir müssen das eine tun und sind uns dessen bewusst, dass da wir eine Zone verlassen, die in der Tat man vielleicht als Grauzone bezeichnen könnte. Ist es nicht am Ende dann doch eine politische Frage zu sagen, dies können wir rechtfertigen und dies können wir nicht mehr rechtfertigen? Ich denke, alles staatlichen Handeln ist eingebunden und das mit gutem Grund in präzise gesetzliche Vorgaben und präzise gesetzliche Regeln. Der Fall Mogadischu ist mit dem Sprengstoffanschlag in Celle 1978 insofern nicht zu vergleichen, als in Mogadischu, da hatte man Geiseln, die unbeteiligt waren und es bestand eine konkrete Gefahr für sie. Diese konkrete Gefahr, die mit dem Sprengstoffanschlag in Celle vereitelt oder vermieden werden sollte, ist hier bisher jedenfalls noch nicht ausgegeben. Und außerdem denke ich, dass die ganze Frage nicht so sehr unter rechtlichen, das auch, aber vor allen Dingen unter politischen Gesichtspunkten zu werten ist. Ja, eben drum. Ja, lassen Sie mich eine Bemerkung machen. Es war damals, der damalige Justizminister Vogel hat zu Recht gesagt, die strafrechtlichen Mittel reichen nicht aus, um den Terrorismus zu bekämpfen. Stattdessen fordert er eine geistig-politische Auseinandersetzung. Wenn man sich vergegenwärtigt den Sprengstoffanschlag von Celle, dann kriegt in der Tat diese Aufforderung und diese Einsicht eine für mich recht zynische Wendung. Professor Sack, die Diskussion unter den Juristen wird weitergehen, die Diskussion unter den Politikern genauso. Die Sache wird uns sicher noch weiter beschäftigen, aber an dieser Stelle zunächst einmal der Kommentar dazu. Dagobert Lindlau vom Bayerischen Rundfunk. Zum Glück, meine Damen und Herren, hat die Hannoversche Allgemeine aufgepasst. Sie hat die Sache steigen lassen. Aber das allein bringt es nicht. Wenn möglich noch schlimmer als der getürkte Anschlag ist das Verhalten der Verantwortlichen damals und heute. Die Frage ist ja nicht, wie viel Mauerwerk kaputt gegangen ist, sondern wie viel Rechtsstaat. Die Frage ist, ob dieses Unternehmen Dritte in Verdacht gebracht oder in ihren Verteidigungschancen eingeschränkt hat. Ob dadurch Rechte angetastet wurden, die in einem Rechtsstaat jedem, auch einem inhaftierten Terroristen, unverzichtbar zustehen.
Die Frage ist, ob da wer in Kauf genommen hat, dass eine ohnehin durch echte Terroranschläge verängstigte Öffentlichkeit auch noch durch eine solche Inszenierung aufgeheizt wird. Oder war die Stimmungsmache etwa ein willkommenes Nebenprodukt? Schon allein dafür sollten die Verantwortlichen gehen müssen, so sie noch im Amt sind. Es sind dieselben Politiker, die sonst immer davon reden, dass man keinesfalls die Öffentlichkeit verunsichern darf. Dass V-Leute aus dem kriminellen Milieu zwar notwendig, aber nicht die allerfeinste Gesellschaft sind, ist ein alter Schnee. Neu ist, dass ein amtierender Bundesinnenminister, wie er selbst sagt, den Hut zieht vor einem Verbrecher, dem für seine zweifelhafte Rolle ein paar Jahre Gefängnis geschenkt wurden. Dass öffentliche Ankläger von Gaunern belogen werden, ist nichts Neues. Neu ist, dass der Generalbundesanwalt der Bundesrepublik Deutschland von unseren eigenen Sicherheitsorganen regelrecht hereingelegt wird. Und jetzt erleben wir, wie immer in solchen Fällen, eine Orgie von Vorfreisprüchen. Politiker, die im Verdacht stehen, Gesetze verletzt zu haben und im dringenden Verdacht, politisch unverantwortlich gehandelt zu haben, erteilen sich selbst öffentlich und mit dem ganzen Pomp ihrer Ämter die Generalabsolution. Wen interessiert da noch, was später womöglich irgendein Gericht sagen wird? Vielleicht ist das nicht einmal eine falsche Taktik. Die Voraussetzungen sind denkbar günstig, dass der Vorfall unter den Teppich gekehrt wird. Der Verfassungsschutz wird mauern und sich wie üblich verstecken. Außer den Grünen haben sich alle die Finger schmutzig gemacht und der Generalbundesanwalt wird schon den Mund halten. Da sollte man sich doch auf Kosten des Rechtsstaats irgendwie einigen können.